Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 310. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, dass du absolut souverän bist und dass du keinen Menschen brauchst, um deinen Willen auf dieser Erde geschehen zu lassen. Danke, dass wir dich persönlich kennen dürfen und dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Rede Herr, denn wir wollen hören. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1 Samuel, in Kapitel 6. Sieben Monate ist die Bundeslade im Land der Philister gewesen und Gott hat die Philister mit Plagen gestraft. Nun überlegen Sie, wie Sie die Lade Gottes wieder zurück nach Israel schicken können. Wir lesen in Vers 5. So sollt ihr nun Nachbildung eurer Beulen machen, das ist der Rat der Wahrsager der Philister, und Nachbildung eurer Mäuse, die das Land verderbt haben, und gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht wird seine Hand dann leichter werden über euch und eurem Gott und eurem Land. Sie wissen sehr wenig über Gott und seinen Gottesdienst. Offensichtlich haben sie auch vor den Israeliten nicht wirklich gelernt, wie eigentlich Gott sich den Gottesdienst, Vorstellen. So tun sie das, was sie sich am ehesten überlegen können. Und warum wollt ihr euer Herz verstocken? Wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten, ist es nicht so, als er seine Macht an ihnen erwies, da ließen sie jene ziehen und so gingen sie fort. Die Philister, wie wir schon gesehen haben, sind sehr beeindruckt gewesen von den Geschichten des Exodus, die ja schon Jahrhunderte zurückgelegen haben damals, die aber eine solche Kraft gehabt haben, dass noch viele Generationen später hier die Philister davon wussten und beeindruckt waren von der Kraft, der rettenden Kraft des Gottes Israels. So nehmt nun einen neuen Wagen und zwei säugende Kühe und auf die noch nie ein Joch gekommen ist und spannt die Kühe vor den Wagen und treibt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen und legt die goldenen Kleinodien, die ihr ihm als Schuldopfer gebt, in ein Kästchen an ihrer Seite und sendet sie fort und lasst sie gehen. Das war eine ganz interessante Sache, denn jede Normale, säugende Kuh wird sich immer zu den eigenen Kälbchen wenden, zumal wenn sie noch gar nicht gewohnt ist, so ein Joch zu tragen. Und gebt Acht, wenn sie den Weg hinaufzieht, der zu ihrem Gebiet führt, nach Beth Shemesh, so hat er uns all dieses große Übel zugefügt, weil, wenn die Kühe trotzdem Richtung Israel ziehen, obwohl ihre Kälber zurückbleiben, dann geht es nicht mit natürlichen Dingen zu. Wenn nicht, so wissen wir dann, dass nicht seine hand uns geschlagen hat, sondern dass es uns zufällig geschehen ist. und die leute machten es so und nahmen zwei säugende kühe und spannten sie an einen wagen und sperrten ihre kälber zu hause ein. und sie hoben die lade des herrn auf den wagen dazu das kästchen mit den goldenen mäusen und mit den nachbildungen ihrer bollen. man beachte, es sind keine leviten, die das hier tun, aber gott weiß, dass sie nicht wissen dass man die Bundeslade eigentlich gar nicht anfassen darf, wie wir später in einer anderen Geschichte bei Usa sehen werden. Gott behandelt sie nach ihrem Wissen und schlägt sie nicht dafür tot, dass sie jetzt die Bundeslade hier anheben und auf den Wagen heben und dann abschicken. Da gingen die Kühe auf dem Weg geradeaus nach Bethshemesh zu Sie gingen nur auf einer derselben Straße und brüllten beim Gehen und sie wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis an die Grenze von beth Was für ein Wunder! Sie sahen mit eigenen Augen, dass hier Gott am Wirken war, der zwei säugende Kühe so sehr im Griff hatte, dass ihre allertiefsten Instinkte der Muttertrieb, der unausrottbar ist in einem Tier eigentlich, dass... Dieser Trieb über, überschrieben wurde sozusagen über also dass Gott stärker war als dieser Trieb und diese Kühe in die Richtung Israels führte. Wenn Gott in der Lage ist die stärksten Instinkte, die ein Tier haben kann zu überwinden, dann kann er auch die stärksten Tendenzen, und angeborensten, angeborenen ähm, Dinge, die in unserem Leben so uns, uns plagen, überwinden, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, wenn wir unter sein Joch kommen. Wie Jesus uns einlegt in Matthäus 11, da könnt ihr die Pferde selbst suchen, wo Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladet seid. Nehmt auf euch mein Joch. Die Bitschemiter aber schnitten eben den Weizen im Tal. Als sie nun aufschauten, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Der Wagen aber kam auf den Acker Josuas des Bethshemites und stand dort still. Und es war ein großer Stein dort. Da spalteten sie das Holz des Wagens und brachten die Kühe dem Herrn als Brandopfer dar. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das dabei war, in dem sich die goldenen Kleinodien befanden, und setzten sie auf den großen Stein. An jenem Tag opferten die Leute von Bethshemesh dem Herrn Brandopfer und Schlachtopfer. Als aber die fünf Fürsten der Philister das gesehen hatten, kehrten sie am gleichen Tag wieder nach Ekron zurück. Und dies sind die goldenen Beulen, welche die Philister dem Herrn als Schuldopfer gaben. Für Astot eine, für Gaza eine, für Askelon eine, für Gad eine, für Ekron eine. Und die goldenen Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, von den befestigten Städten bis zu den Dörfern des flachen Landes. Und sie brachten sie bis zu dem großen Stein Abel, auf dem sie die Lade des Herrn niederließen. Er ist auf dem Acker Josuas, des Bethshemiters bis zu diesem Tag. Und er, das ist Gott, schlug einige der Bethshemiter weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Und er schlug von dem Volk siebzig Mann und fünfzigtausend Mann. Da, schlug das, da trug das Volk Leid weil der Herr das Volk mit einem so großen Schlag heimgesucht hatte. Es gab offensichtlich viele Menschen, die jetzt aus reiner Kuriosität, aus Neugier in die Lade hineinschauten, obwohl Gott sehr genau bestimmt hatte, was mit der Lade Gottes eigentlich geschehen sollte und dass eigentlich nur die Priester in der unmittelbaren Gegenwart der Lade sein durften, auch nur das am großen Versöhnungstag, wir erinnern uns an den Heiligtumsdienst. Und hier waren Menschen, die all das nicht interessierte, die ganz unbedacht meinten, sie können einfach da direkt hineingehen und hineinschauen und ähm, haben die Heiligkeit Gottes nicht wahrgenommen. Und die Leute von Bethshemes sprachen, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjadi Arim und ließen ihnen sagen, die Philister haben die Lade des Herrn wiedergebracht, kommt herab und führt sie zu euch hinauf. So kamen die Leute von Kirjat-Jarim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn Eleazar, damit er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tag an, da die Lade in Kirjat-Jarim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren, und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, bitte vergib uns, wenn wir deine Heiligkeit aus den Augen verloren haben, wenn wir aus lauter Neugier in Dinge hineinplatzen, die du uns nicht offenbart hast. Bitte hilf uns, dass wir immer verstehen, dass du ein liebevoller und gnädiger Gott bist, aber auch unfassbar mächtig und heilig und dass unser Leben davon Zeugnis gibt. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.